So, jetzt geht's gleich los. Unser 25. Forum Global. Ein tolles Jubiläum für uns, für unser immer noch junges Unternehmen. Und ich freue mich auf den heutigen Tag und dann auch auf die weiteren Tage mit den Kollegen. Wir erwarten über 1000 Gäste, Mandantinnen, Mandanten, Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich schon auf dieses große Wiedersehen. Ich bin sehr neugierig und schon sehr gespannt. Ah, hallo. Sehr schön, der bin ich heute. Sind schon Gäste da, oder? Einer ist nicht, zwei sind schon da. Okay, gut. Ja. Ist ja noch Überstunde Zeit. Ja. Alles klar, Dankeschön. Alles Gute. Du kannst dich den ganzen Tag aufladen mit Vorträgen zu aktuellen Themen. Alles das, was für dich als globaler mittelständischer Unternehmer interessant ist. Also es ist gar nicht so wichtig, mich jetzt da groß zu sammeln und zu fokussieren und zu konzentrieren, sondern heute ist wirklich ein Tag, den ich sehr genießen werde. Aber ich freue mich nicht besonders, wenn die Entscheider unserer großen Mandanten kommen oder andere bedeutende Unternehmen, die sich hier informieren. Für mich ist es jetzt, glaube ich, das 15. Mal, dass ich die Eröffnung mache und ich freue mich. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem 25. Forum Global. Diese Idee eines Forums hat sich im Laufe der letzten 25 Jahre zu einer der größten Außenwirtschaftsveranstaltungen Deutschlands entwickelt. Ich freue mich jetzt schon auf den persönlichen Austausch mit Ihnen. Darf jetzt noch kurz ein Selfie von uns allen versuchen. Ja? Ja, hier ist heute viel los bei uns im Haus. Wir hatten schon tolle Vorträge und Podiumsdiskussionen. Für mich sind die Tage auch sehr wichtig, weil ich immer wieder Termine habe mit Mandanten, mit Kolleginnen und Kollegen. Da sind auch manche Prognosen dabei. Einige davon werden eintreten, andere vielleicht nicht. Aber wir wollen auch unsere Mandanten anregen, sich Gedanken zu machen, aus dem Alltagsgeschäft auch mal herauszukommen an so einem Tag. Heute haben wir unser 25. Forum Global. Hast du mal mitgezählt, wie viele du schon mitmachen durftest? Seit 2008 bin ich ja dabei. Ich habe an jedem Forum Global teilgenommen. Heute ist der 15. Mal. Ich glaube, es ist das 25. Mal. Das 25. Mal, ja. Das Forum Global ist für mich persönlich auch eine lange Zeit. Aber 25 Mal zeigt doch auch, wie toll sich bei aller Bescheidenheit Rödl & Partner in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. In den ersten Jahren war das eine ganz kleine, fast nur interne Veranstaltung. Und jetzt haben wir doch hier eine große Außenwirtschaftsveranstaltung mit aktuellen Themen. Darauf können wir auch aufbauen für die Zukunft, glaube ich. Ja. Da muss ich mal ein großes Lob an unsere Organisatoren aussprechen, die es wieder geschafft haben, da wirklich ein Programm auf die Beine zu stellen mit abwechslungsreichen Vorträgen, spannenden Themen, dann auch die Möglichkeit zwischen den Vorträgen schön zu relaxen. We'll be right back.
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Konnten Sie ein bisschen was mitnehmen, Anregungen? Ja, absolut. Also ich konnte einiges mitnehmen, weil man nicht nur thematisch in Themen eintauchen kann und man sich einfach mal eine halbe Stunde mal gönnt, um ein bestimmtes Thema sich anzuhören, selbst wenn es ein Thema ist, wo man sagt, wow, das ist dann schon ordentlich Tiefgang, ja, aber wo man einfach dann ein Gefühl dafür kriegt, was tut sich denn da. Und da kriegt man einen super Überblick, ja, und kann sich in den einzelnen Panels wirklich nochmal super informieren, sich auch wieder neu zu orientieren. Diese Vielfalt an Themen, die finde ich einfach spannend und dann auch die Möglichkeit, sowohl von Rödel als auch Kollegen aus anderen Unternehmen zu treffen. Dass man hier eine Chance hat, auch mit anderen CFOs aus anderen Unternehmen, ja, Dinge zu besprechen und auch mal abzufragen, wie die gewisse, ja, Themen angehen. Ja, und also auch dieser Schulterschluss oder diese Vernetzung ist da. Der super Vorteil von der Veranstaltung ist, dass hier quasi die Welt vertreten ist. Und da können wir natürlich idealerweise alle die Themen besprechen, und zwar, ja, am Tisch. Das ist natürlich immer mehr hilfreich als immer irgendwie über Teams und irgendwelche anderen Geräte. Das ist einfach diese Mischung. Also eigentlich perfekt. Ich komme wieder. Der formelle Teil des Forum Global ist jetzt vorbei. Ich denke, wir hatten den ganzen Tag über wirklich hochinteressante, tolle Vorträge und Panel-Diskussionen durch unsere Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. Es freut mich, dass ihr alle dabei wart, und ich freue mich darauf, wenn ihr alle nächstes Jahr wieder dabei seid.